Herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag. Ich hoffe, Sie haben gut gegessen und einen schönen Kaffee genossen. Und dieser Kaffee, den Sie jetzt genossen haben, der ist wahrscheinlich durch eine Röstmaschine gelaufen von der Firma Probat. Denn mit diesen Röstmaschinen wird Kaffee veredelt, wie der Connoisseur sagt. Wenn Sie Kaffeetrinker, dann werden Sie es wissen, Kaffee hat Karriere gemacht. Alle Variationen, Kaffee, Filterkaffee, Espresso, Macchiato und so weiter, mild geröstet, wie bei den Italienern bittern. Es gibt inzwischen alle Varianten und es gibt viele Trends und es gibt vor allen Dingen auch kulturelle Unterschiede. Und diesen kulturellen Unterschieden, denen wird eine Röstung nur gerecht, wenn der Hersteller der Röstmaschinen A begeistert ist vom Naturprodukt Kaffee, B in der Lage der zunehmenden Globalisierung und den damit verbundenen Herausforderungen zu begegnen. Die Probat-Werke stellen seit 145 Jahren Röstmaschinen her und sie befassen sich mit der Produktion, dem Bau von Röstmaschinen und kompletten Produktionsanlagen inklusive der Steuerungstechnik. Zu uns kommt jetzt Herr Wim Abbing, er ist Geschäftsführer der Probat-Werke. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem Vortrag, der nicht passender sein kann nach einem Essen, wie gesagt, nach einer guten Tasse Kaffee, von einem Maschinenbauer, der sich noch nicht mal ernsthaft, oder vielleicht doch auch als Maschinenbauer definiert, aber insbesondere auch definiert über das, was Sie in der Tasse haben, über den Kaffee, über den Genuss. Wir sind Probat, die Probat-Werke in Emmerich. Sie haben gerade gehört, seit 145 Jahren, vier Generationen, besteht das Unternehmen jetzt schon. Und wir sind mit Kaffee angefangen und sind heute zu weiten Teilen auch immer noch im Kaffee tätig. Für denjenigen, dem der Name Probat nichts sagt, Probat haben Sie vielleicht mal von der schreibenden Zunft gehört, in dem Zusammenhang von Probates Mittel. Das ist also ein bewährtes Mittel, ein bewährtes Produkt. Woher kommt also dann aber auch unser Name? Wir sind gegründet 1868 als Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei von Gülpen, Lensing und von Gimborn GmbH und Co. KG und sind mit diesem Namen bis in die 50er Jahre auch gut zurechtgekommen. In den 50ern ist mein Schwiegervater halt durch die Gegend gefahren und insbesondere Nordamerika hat er dort den amerikanischen Markt aufgemischt und kam dort eigentlich an der einen oder anderen Sekretärin nicht vorbei mit der Visitenkarte Emmericher Maschinenfabrik und Eisengießerei von Gülpen und so weiter. Und dann sagt sie, wer bist du eigentlich? Und dann sagt er, naja, wir machen die Probatröste. Ach, du bist von Probat. Damit war halt die Idee geboren, bei meinem Schwiegervater das Unternehmen umzubenennen. Von Emmericher Maschinenfabrik in Probatwerke. Was ist, war also passiert? Anfang des letzten Jahrhunderts hatten wir unseren Produkten bestimmte Namen gegeben. Es gab den Perfektröster, es gab den Probatröster, es gab eine Reinigungsmaschine, die Radikal hieß. Und der Perfektröster hat sich irgendwie nicht durchgesetzt, der Probatröster hat sich durchgesetzt. Unterschiede brauche ich hier jetzt nicht diskutieren. Was ich aber dabei spannend fand, ich habe 2003 dann die Laudatio auf meinen Schwiegervater gehalten zum 80. Geburtstag und habe ihn gefragt, und was möchtest du eigentlich, was ich erzähle? Und dann sagt er, meine größte Leistung, die ich in diesem Unternehmen gebracht habe, war die Umbenennung dieses Unternehmens. Es hat 3 Jahre gedauert, meinen Vater davon zu überzeugen, die Emmericher Maschinenfabrik sein zu lassen und auf Probat umzustellen. Seit 1959 heißen wir Probatwerke. Und ich finde das einfach eine spannende Geschichte, weil das ist eine spannende Geschichte zum Thema Globalisierung. Wir sitzen jetzt hier heute, also ich bin eingeladen, ein bisschen was über Globalisierung und Internationalisierung zu sagen. Und für mich eins der Hauptthemen in diesem Komplex ist halt, höre auf deinen Kunden, höre auf deinen Markt und achte, was funktioniert. Nächstes Thema sehen Sie eigentlich hinter mir.
Logischerweise startet man einen Vortrag zum Thema Globalisierung mit einer Landkarte. Eine Landkarte der Welt. Und Sie werden das, diejenigen, die halt von Ihnen noch mehr unterwegs sind als ich, werden diese Landkarte so schon öfters mal gesehen haben. Ich habe sie vor ein paar Jahren zum ersten Mal bei einem Kunden in China gesehen. Da hing sie halt so und nicht so, wie wir uns die Welt vorstellen. Muss man halt auch drüber nachdenken, auch das Thema Globalisierung, wie gucke ich eigentlich auf diese Welt? Wir sind aber ja nun auch zum Thema Kaffee hier. Und ich kriege immer eine Frage gestellt, wenn jemand weiß, dass wir im Kaffee sind, ist immer die Frage, was ist der beste Kaffee? Ja, sag mir doch, was soll ich kaufen und was soll ich trinken? Und bei einem Maschinenbauer, der halt alles herstellt, ist es natürlich schwer zu sagen, das eine ist der beste und das andere ist der zweitbeste Kaffee. Wir wollen aber so ein bisschen, möchte ich Sie in das Thema Kaffee einführen. Das ist der sogenannte Kaffeegürtel. In diesem Bereich wächst Kaffee rund um den Äquator, nördliche und südliche Wendekreis, Steinberg und Krebs, rund 23 Nord- und Südgrad. Dort wächst Kaffee, dort sind die großen Anbauländer, insbesondere natürlich Brasilien. Vietnam hat sich halt massiv verstärkt in den letzten 10 Jahren, ist jetzt zum zweitgrößten Kaffeeanbauland geworden. Kolumbien, Venezuela, das sind so die Länder, wo was passiert. Und wir haben insgesamt weltweit rund 10 Millionen Hektar Land unter Kaffee, und zwar rund 15 Millionen Kaffeebäume. Aus einem Kaffeebaum kommt rund ein Pfund raus jedes Jahr. Das ist also das, was in der Welt produziert wird. Insgesamt, heute wird Kaffee immer noch in Säcken gehandelt, 145 Millionen Säcke, davon halt 50 Millionen, dieses Jahr 47 Millionen in Brasilien, Vietnam 22, Indonesien 12. Das ist also, worüber wir eigentlich reden, das ist unser Produkt, das ist das, wo ich jeden Tag mit umgehe, das heißt mit dem Kaffee und mit den Kaffeepreisen und mit den Börsen und wie es halt funktioniert. Und ich bin da halt nicht alleine. Insgesamt haben wir in den Erzeugerländern rund 20 bis 25 Millionen Arbeitsplätze im Kaffeesektor und weltweit gucken wir rund auf 100 Millionen Menschen, die für die Kaffee eine Existenzgrundlage ist. Und wir unterhalten uns in diversen Runden rund um den Erdball zurzeit sehr, sehr intensiv darüber, was passiert eigentlich mit dem Kaffee. Wir sind hier zusammen zum Thema Maschinenbau in erster Linie, Einzelfertiger. In meinem eigentlichen Hauptberuf als Geschäftsführer der Probatwerke, zwar Maschinenbauer, unterhalte ich mich aber über Kaffeeanbau. Darüber, wo wird Kaffee angebaut, darüber, wie wird Kaffee angebaut, darüber, was passiert eigentlich mit dem Klimawandel, was passiert mit diversen Krankheiten, die es zurzeit in Mittelamerika gibt und wie wird sich daraus unser Markt entwickeln, der Markt unserer Kunden, der Markt der Kunden unserer Kunden und damit auch unser Markt. Das ist für mich dann die zweite Erkenntnis aus dem Thema Globalisierung. Erstens, höre auf deinen Kunden. Zweitens, achte genau auf deinen Markt. Und nicht nur deinen eigenen und nicht nur die Produktion, sondern insbesondere auf den Markt deiner Kunden. Das ist das, was wir machen. Ich komme irgendwann gleich später noch zu ein paar Zahlen. Wir fühlen uns und wir sind Marktführer, was die Größe des Unternehmens im Markt betrifft. Wir sind aber insbesondere Marktführer, weil wir den Markt führen. Und auch das, glaube ich, ist für einen deutschen Mittelständler, wie wir es sind, noch das, was uns auch die nächste Jahrzehnt und auch noch die Kinder und meine Kinder und die Kinder meiner Kinder beschäftigen wird. Das heißt, einen Markt zu führen und genau mit den Kunden darüber zu diskutieren, wo geht es eigentlich hin? Was sind die Trends, nicht die Trends für uns? Wir haben heute Morgen und wir haben, ich weiß nicht, in welchen Runden Sie gewesen sind, haben wir über Trends gehört, was es Trends für uns gibt. Spannend ist auch und insbesondere die Trends für unsere Kunden. Und wenn ich unterwegs bin,
in Nordamerika, dann wird dich gefragt, wie wird in Japan Kaffee geröstet und warum rösten die anders als wir und andersrum. Und das ist das, was uns als marktverbindendes Unternehmen halt besonders auszeichnet. Wenn wir noch ein bisschen weiter gucken, wir haben insgesamt 2,5 Milliarden Tassen täglich, die getrunken werden. Von den 2,5 Milliarden Tassen sind rund 70% auf unseren Maschinen geröstet, sodass das also schon eine ganz ordentliche Anzahl ist, die wir im Jahr, die wir am Tag so konsumieren. Apropos konsumieren, Sie sehen dort ein Bild aus Helsinki, ganz bewusst, wenn man sich das mal so ansieht, wo wird überhaupt am meisten Kaffee getrunken? Pro Kopf Verbrauch in Finnland 12 Kilo, doppelt so viel wie wir. Ja. Pro Kopf Verbrauch in USA 4 Kilo, wobei jeder eigentlich sagt, naja gut, der Amerikanische und die trinken so viel Kaffee. Amerika ist der größte Kaffeemarkt der Welt, weil es einfach so viele Amerikaner sind. Japan, glaubt mir keiner, dass Japan Kaffee trinkt, denken alles wäre Grüntee. Und dann kommen wir halt hier jetzt in dem Fall nur beispielsweise mal zu Vietnam. Wie gesagt, Vietnam das zweitgrößte Produzentenland im Kaffee nach Brasilien, aber im Konsum, auch wenn Vietnam, wer ja schon mal da gewesen ist, weiß, an jeder Ecke gibt es dort Kaffee, aber es wird pro Kopf nur ein Kilo Kaffee dort getrunken. Für mich obendrein eine Entwicklung, die ich sehr, sehr spannend finde, das Thema Instant-Kaffee. Wir reden hier, wenn wir über Deutschland reden, eigentlich sehr stark, und da kommen wir gleich noch zu halt Kaffeespezialitäten, zu Espresso und Latte Macchiato, und was haben wir alles nicht gelernt in den letzten 10 Jahren hier in Deutschland. Zurzeit weltweit geht der Trend zu Instant. Wir bauen eine Instant-Anlage nach der anderen, das natürlich nicht hier, sondern wir haben jetzt gerade eine in Amerika fertiggestellt. Können wir das Thema Reindustrialisierung von USA nochmal wieder rüber diskutieren. Wir haben gerade eine fertiggestellt in Vietnam und wir bauen jetzt eine in Brasilien. Alles aber nicht für Vietnam, alles nicht für Brasilien, sondern für Russland in dem Fall. Weil Russland, Kaffee darf noch eingeführt werden in Russland. Gut, aber wir sehen halt hier mal eine Karte, die ich ganz spannend finde, welche Länder trinken hauptsächlich Instant-Kaffee? Das sind insbesondere die ursprünglichen Teeländer oder die auch viel Tee trinken. Wie zum Beispiel, wenn man in Europa sieht, Großbritannien ist halt ein typisches Instant-Land. Während dann halt viele andere Länder die typischen, sagen wir mal, klassische Röstkaffee-Länder sind, insbesondere Europa und Nordamerika. Kommen wir mal in zwei, drei Länder, so sehen wir halt, wir in Deutschland trinken hauptsächlich immer noch Filterkaffee. Auch wenn der ganze Trend in Sachen Espresso und so weiter, wie ich es gerade genannt habe, uns alle sehr stark beschäftigt, 94% unseres Kaffees ist Filterkaffee. Ja, wir kommen ins Kapselgeschäft rein, aber 3% unseres Kaffees ist Kapsel. Wenn man weiß, wie viel das in den Medien ausmacht, dann wissen wir, dass wir 3% im Kapsel haben, das ist nicht viel. Aber, und jetzt kommen wir aufs nächste Thema, sämtliche Kapseln, ja, sagen wir mal, der Kaffee aus sämtlichen Kapseln ist auf Probatröstern geröstet und gemahlen, auf probaten Mühlen gemahlen. Und zwar warum? Seit vielen Jahren sind wir in einer relativ engen Partnerschaft mit einem sehr großen Schweizer Nahrungsmittelhersteller und wissen daher sehr genau, warum es geht, Kapseln herzustellen und Kaffee für Kapseln herzustellen, sodass der sämtliche Kaffee, der in den Kapseln dieses Schweizer großen Nahrungsmittelherstellers ist, auf unseren Maschinen gemacht worden ist. Und logischerweise sich natürlich rund um diesen Nespresso Dolce Gusto Hersteller alle anderen ja irgendwie versucht haben zu positionieren,
sodass wir da uns entsprechend auch positioniert haben. Spannender Markt, der dahingehend ist, Sie müssen, für mich die nächste Lektion, nah am Kunden und eng an den Entwicklungen des Kunden dran sein. Wir haben dafür, komme ich gleich zu, Nordamerika, mal so als Beispiel, die Starbucks große Kaffeetasse, rund 11.000 Starbucks-Filialen. Einer unserer großen Kunden, Starbucks, alles das, was Sie hier trinken bei Starbucks, ist halt auch bei uns geröstet. Ganz anderer Markt, ganz andere Idee, ganz anderer Ansatz und trotzdem halt ein Kunde, mit dem man zusammenarbeitet und zusammenarbeiten kann. Für uns in den letzten Jahren sehr spannend Ost- und Südostasien. Wenn Sie sagen, 4% jährlich ist nicht so wahnsinnig viel, das mag so sein, aber es gibt da so furchtbar viele Menschen da unten. Das heißt, in Tonnagen ist das richtig was. Während wir wissen, bei uns stagniert es, dieses Jahr ist sogar der Kaffeekonsum in Deutschland um 8% eingebrochen, da macht sich gerade jeder Sorgen von den klassischen Kaffeeherstellern, also normalen Filterkaffeeherstellern. Da unten wächst er und wächst weiter. Für uns ein sehr weites Feld, um in dem Segment und insbesondere Ost- und Südostasien Maschinen zu verkaufen. In dem Zusammenhang, China ist kein Markt zurzeit. Wir haben dieses Jahr zum allerersten Mal eine große Maschine an einen lokalen Chinesen verkauft, bisher sonst nur an multinationale Konzerne. Es könnte sein, dass das jetzt der Wandel ist. Aber was ich dann auch faszinierend finde, für uns zumindest, diese Maschine ist ein großer Röster, den wir dort verkauft haben an einen Chinesen. Ich habe mit dem diskutiert und er sagt, ach, Qualität und all das und Marke und alles nicht mein Thema. Der ist ein Milchpulverhersteller oder beziehungsweise ein Non-Dairy Creamer, also ein Kaffee-Weißer Hersteller und sagt, ich verpacke das in 25 Kilo Papiersäcke und das geht raus in die weiterverarbeitende Industrie. Ganz anderes Thema, als wir es haben. Hier reden wir viel über Qualität, über Flavor, über ich weiß nicht, was in der Tasse ankommt und so weiter. Für den ist das alles nur ein Commodity. Spannende Entwicklung. Wer schon mal in Japan gewesen ist, kennt die ganzen Dosenapparate, die da rumstehen. Wer schon mal im japanischen Supermarkt gewesen ist, weiß, dass dort Kaffee verkauft wird wie eine Coca-Cola-Flasche in PET. Das sind halt solche Flaschen. Und das sind insgesamt, 10-mal so viel an Kaffee, wie bei uns an Kapseln getrunken wird. Mehr als 100 Tonnen Kaffee im Jahr. Unser Gesamtkonsum in Deutschland ist 400 Tonnen. Und allein in Japan trinkt mehr als 100 Tonnen Kaffee in solchen fertigen RTD, ist ready to drink, also fertiger Kaffee. Zum Teil mit Milch drin, zum Teil ohne Milch drin. Also ein spannendes Segment. Japan ist schon von uns nach dem Zweiten Weltkrieg auch so in den 50ern entwickelt worden, der Markt, und zwar auf auch eine ganz spannende Art und Weise. Wir sind ja bei Globalisierung. Wir sind dort in eine Kooperation mit einem Rohkaffeehändler eingegangen und haben letztendlich über diesen Rohkaffeehändler an seine Kunden dann weiterverkauft. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Heute ist Japan, wenn man jetzt mal unseren Marktanteil sieht, nach Nordamerika, nach USA, der stärkste Markt. Also in den USA haben wir so um die 85-90% Marktanteil. In Japan sind wir etwas niedriger. Gibt es einen anderen Wettbewerber, der auch was verkauft hat. Aber auch dort wieder, es ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen, sondern es geht einzig und allein in dem Fall darum, kenn deinen Kunden und weiß um seine Bedürfnisse.
wenn das jetzt funktionieren würde. Das tut's. Und für mich geht's alles darum, kundenfokussiertes Unternehmen. Ich versuche halt, und das ist nicht einfach, als Ökonom, der ich bin, in einem ingenieurgetriebenen Unternehmen, wie so ein klassischer deutscher Maschinenbauer halt entwickelt ist, aus so einem Unternehmen ein kundenfokussiertes Unternehmen zu machen. Eine Geschichte noch dazu. Ein Kunde aus Italien, größter Espresso-Hersteller der Welt, ist jetzt ein paar Jahre her, kam zu uns und wollte eine bestimmte Mühle von uns haben, in einer ganz besonderen Spezifikation. Und großes Meeting und so weiter und so weiter. Ich war selbst bei dem Meeting nicht dabei, kriegte halt nachher den Meetingbericht und da stand halt drin, wir haben den Kunden davon überzeugt, dass das, was er sich vorstellt, irgendwie nicht wirklich zielführend ist. Wir erwarten den Auftrag in den nächsten 4 Wochen. Soweit war dann alles okay, bis wir dann festgestellt haben, dass der Kunde dann halt zum Wettbewerber gegangen ist und gesagt hat, hör mal, kannst du mir sowas bauen, wie ich es haben will? Und dann hat der Wettbewerber das gebaut. Und damit war der Kunde erstmal für 2 Jahre weg und Gott sei Dank hat das auch nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat und ist dann wieder zurückgekommen. Aber was für mich halt der wichtige Punkt ist, wir waren fest davon überzeugt, dass wir den Kunden von unserer Meinung überzeugt haben. Und haben wir nach Hause geschickt und haben gesagt, jetzt, wir sind uns doch alle einig. Jo, wir sind uns alle einig. Waren wir uns nicht. Der Kunde dreht sich um und geht. Spannende Erfahrung, die, glaube ich, jeder in unserem Unternehmen jetzt schon ein paar Mal gehört hat, weil das für mich auch ein Beispiel ist und insbesondere ein Beispiel ist, halt nicht auf seinen Kunden zu hören. Ich weiß gar nicht, eben aufpassen, dass wir nicht zu weit aus der Zeit rausladen. Ich werde so ein bisschen, komme so ein bisschen ins Reden. Vielleicht 2, 3 Worte, wie wir uns da aufgestellt haben. Sie sehen hier einen Blick in unser Technikum. Das haben wir vor 2 Jahren haben wir das gebaut. Das heißt eigentlich eine Rösterei. Nach modernsten Gesichtspunkten, das Gebäude nach modernsten Gesichtspunkten, LED-Technik drin und so weiter und so weiter und alle unsere Top-Produkte reingestellt. Obendrein, da habe ich jetzt kein Foto mitgebracht, weil das können Sie sich vorstellen, ein großes chemisches Labor, das halt aussieht wie ein chemisches Labor halt so ist, wo aber jeder, der zu uns kommt, sagt, ich könnte mir gar nicht vorstellen, dass jemand, der eigentlich mit Hammer auf Eisen rumhaut, ein Chemielabor hat. Aber das ist das, wie wir verkaufen. Wir verkaufen insbesondere, indem wir die Kunden dorthin holen, in unser Technikum, mit denen dort rösten, mit denen dort Mahlversuche fahren, mit denen dort Produktentwicklung machen, denen zeigen, was Kaffee ist, denen zeigen, was Kaffeeentwicklung ist, denen zeigen, was man alles mit diesem Produkt anstellen kann. Und weil ich habe gestern noch Kunden da gehabt, die sagen, ja, aber wir haben doch in unserer eigenen Produktion gar keine Möglichkeit, dieses zu tun, überhaupt so intensiv zu forschen und zu entwickeln. Natürlich nicht, weil da muss ein Röster muss laufen, da geht es um Ausfallzeiten und so weiter und so weiter. Da kommt ja eine Forschung und Entwicklung oder eine Marketingabteilung ja gar nicht auf den Gedanken, in die eigene Produktion reinzulaufen. Dafür haben wir das gebaut und für uns ist dieses Technikum ein Hauptverkaufsargument heutzutage geworden, weil es geht wirklich nicht mehr darum, Produkte zu verkaufen, sondern Lösungen zu verkaufen mit dem Kunden, das zu diskutieren, worum geht es dir eigentlich in deinem Endprodukt, in deinem Markt und dass wir halt dabei sind, dem Kunden das schmackhaft zu machen, dann bei uns auch zu kaufen. Ich habe es jetzt mal hier so genannt, Lösungsanbieter rund um das Endprodukt. Wir wissen alles und wir müssen alles wissen rund um den Kaffee. Eng am Kunden, natürlich traditionell, wir verkaufen natürlich auch mit 4 Generationen Familienunternehmen, familiengeführt, logischerweise. Und für mich enorm wichtig, mitwirken in Verbänden, normsetzenden Gremien und Netzwerken und das Ganze weltweit. Und das ist es egal, ob es in Nordamerika, in Südamerika, in Asien oder in Europa ist. Das ist dann Globalisierung pur
Und das Ganze auf wenigen Schultern. Ich habe gerade in einer Pause mit jemandem gesprochen, du brauchst ja dann irgendwie Trendscouts, um zu wissen, was überhaupt los ist. Ich sage, ja, bräuchte ich. Aber in dem Fall bin ich jetzt mein eigener Trendscout, weil ich halt viel unterwegs bin und glaube dann verstehen zu können, wo es hingeht. Ich überschlage mal eben unsere Produktvorstellung, da würde ich Ihnen noch zu den einzelnen Röster was erzählen. Vielleicht zwei, drei Worte zu unserem Markt. Ich hatte Ihnen gerade gesagt, dass wir rund 2 von 3 Tassen Kaffee weltweit produzieren. Das ist dann halt in allen Ländern, in einigen Ländern machen wir halt deutlich mehr. Wobei das immer eine Zahl ist, die natürlich schon mal recht heftig ist. Deswegen setze ich die zweite Zahl immer noch dazu. Und das sind nur die 50%. Also wenn man jetzt den genauen Umsatz sieht, den wir machen zum Gesamtumsatz unserer Branche, sind wir etwa bei 50%. Das liegt daran, dass die Maschinen halten so furchtbar lange. So 20, 30 Jahre ist halt nichts Besonderes. Das heißt, die installierte Kapazität, die wir draußen im Markt stehen haben, ist halt enorm groß, während halt der Jahresumsatz dann schon ein anderer ist. Und zum Jahresumsatz zählen ja auch Anlagenteile und ich weiß nicht was alles, was nicht direkt in die Kapazität mit einfließt. Trotzdem denke ich mal schon ganz ordentlich, in der Gesamtsumme rund 150 Millionen. Und dann, das wird Sie dann nicht wundern, nach dem, was ich Ihnen jetzt schon alles erzählt habe, wenn man das mal sieht und aufschlägt in die verschiedenen Regionen. So haben wir in Europa, Gesamteuropa, also bis zum Ural nehmen wir das immer, rund 35% unseres Umsatzes. Asien und Nordamerika tun sich gerade nichts. Das ist halt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, jeweils ein Viertel. Mittelsüdamerika ist dann schon deutlich geringer und Afrika, Australien, passiert nicht so wahnsinnig viel. Wobei, wer schon mal in Australien war, Kaffee ist in Australien ein Riesenthema. Aber dort gibt es halt im Gegensatz zu vielen anderen Regionen dieser Welt alles kleine und kleinste Hersteller von Kaffee. Allein Melbourne hat 60 Röster, die dort den Markt unter sich aufteilen. Das heißt, von Deutschland aus dort einen kleinen Röster hinzuliefern, ist dann relativ teuer. Trotzdem super spannender Markt. Ja. Hier mal, wenn Sie dann kämen, einige unserer Kunden, nur damit Sie gefühlt zumindest jetzt mal auf Deutschland bezogen haben, wo wir halt alles hinverkaufen. Das ist so, das ist in Deutschland und Europa. Insgesamt stehen wir halt heute da mit den, also das ist noch, sagen wir mal, ich habe das jetzt mal hier getrennt in Kaffee und was gleich noch kommt, das ist dann der Ausblick, mit unseren Produktionen in Deutschland, Probatwerke Hauptsitz, das sind wir am Standort in Emmerich am Niederrhein, Bauermeister sitzt in Hamburg, dann sitzen wir in Chicago und in Memphis, in Robert Leo gab da unten, sitzt in Curitiba, sind nochmal 100 Mitarbeiter, die in Curitiba Röster bauen und danach kommen Vertrieb und Service, Stationen und Vertretungen. Das heißt, wir verkaufen zum einen über eigene Tochterunternehmen oder dann klassisch, wie der klassische Maschinenbau halt früher immer verkauft hat, über Vertretungen, dann aber in unterschiedlichen Versionen, zum einen Vertretungen, die eigenen Service haben, zum anderen aber auch Vertretungen, die reine Briefkästen sind und da die Anfragen weiterleiten. Für uns, und da will ich jetzt zum Abschluss noch 2, 3 Folien drauf verwenden, zu uns war in den letzten Jahren immer wieder die Frage, und die kriege ich auch immer wieder gestellt, auch von außerhalb, verdammt nochmal, ihr seid seit 4 Generationen unterwegs, macht Kaffeeröster. Langsam muss doch mal irgendwie genug Kaffeeröster in der Welt sein. Okay, ihr macht immer noch irgendwie Umsatz und das geht ja auch alles irgendwie noch ganz gut, aber
da ist irgendwie so eine Wachstumsstory, habt ihr da irgendwie nicht. Ne? Ihr arbeitet halt so lustig vor euch hin. Gut, wir haben 140 Jahre gebraucht, um da zu sein, wo wir stehen. Aber andere machen in 10 Jahren, ne, oder in 20 Jahren Google und Facebook und ich weiß nicht was, ne, das Hundertfache von dem, was wir gemacht haben. Also haben wir uns die letzten Jahre immer wieder gefragt, wofür stehen wir eigentlich und wie geht es eigentlich weiter? Was sind eigentlich die Trends für uns als Maschinenbauer? Wie arbeiten wir eigentlich in der Zukunft? Für mich ein Trend, enorm wichtig für uns heutzutage, das haben wir halt seit ein paar Jahren deutlich intensiviert, das Thema Zusammenarbeit mit Hochschulen. Wir arbeiten mit diversen Hochschulen zusammen, zum einen halt im Bereich Mitarbeiter, Mitarbeiterfindung, Mitarbeiterqualifizierung, Mitarbeiterweiterbildung und so weiter und so weiter. Und zum anderen halt mit Hochschulen zusammen im Bereich Produktentwicklung, wie zum Beispiel Clausthal-Zellerfeld, die halt sehr stark im Bereich Abgasreinigung sind. Wir machen halt unsere eigenen Abgasreinigungssysteme auf unsere Röster drauf. Oder mit der Hochschule für angewandte Technik in Zürich, die halt sehr intensiv im Kaffeebereich forschen. Also da machen wir enorm viel. Das ist eindeutig, wir hatten das heute auch schon ein paar Mal gehört, das Thema Netzwerken oder Zusammenarbeiten, für uns enorm wichtig. Kommen wir zurück zu unseren Kunden. Wo ich jetzt gerade dran bin, noch deutlich stärker eigene internationale Stützpunkte aufzubauen, damit wir noch näher auch mit dem Service bei unseren Kunden sind. Wir werden viel deutlich verstärkter in die Schulung für Instandhalter, Bediener, aber auch und gerade Produktentwickler einsteigen. Ich bin letztens auf einer Reise gefragt worden, gesagt, hör mal, es gibt eigentlich kein internationales Institut, was sich damit beschäftigt, mit dem Rösten, so Röstmeister ausbilden, gibt es keinen. Das macht halt jeder irgendwie selbst oder schickt seine Leute mal zu uns, zu irgendwelchen Nachschulungen. Also da sind wir auch dabei, dieses aufzubauen. Und ich habe hier als letzten Satz in dem Fall jetzt hier darunter geschrieben, einen Ausspruch unseres amerikanischen Geschäftsführers, der sagt, we are the go-to people. Wir sind die, wo man hingeht. Wir sind die, die gefragt werden, wenn ein Röstmeister in der einen Rösterei ausfällt, hör mal, hast nicht jemanden irgendwo beim Wettbewerb, irgendwo beim befreundeten Unternehmen, den du mir vermitteln kannst. Wir sind also Personalvermittler im Röstbereich bis hin zu normalen Consultants, wenn es dann darum geht, Produkte zu entwickeln. Und wir haben uns damit beschäftigt, was kann man sonst noch machen? Wenn man Kaffee kann, wenn man Genuss kann, wenn man über die Qualität in der Tasse diskutiert, dann kann man auch Kakao. Und wir haben halt, so sieht zum Beispiel eine Kakaopresse aus, wir haben einen Kakaopressen und Kakaopressen und Maschinenhersteller gekauft, in Dresden sitzend, die das Ganze schon seit 1836 machen und entwickeln uns gerade halt aus dem Kaffee heraus oder zu dem Kaffee heraus in halt das nächste Genussmittel Schokolade rein. Ja, wunderbares Thema für uns, weil wir kennen die Art, wie solche Kunden arbeiten, wir wissen was um Qualität im Endprodukt und wir haben hier genau das gleiche Thema letzten Endes. Es geht nicht um die Maschine, sondern es geht eigentlich nur darum, was am Schluss in der Tafel ist. Und so möchte ich dann schließen, Maschinenbau für höchsten Genuss, das ist das, was wir tun. Maschinenbau nicht um seine Selbstwillen, Maschinenbau nicht um Maschinen zu bauen, sondern Maschinenbau um perfekten Kaffee und perfekte Schokolade herzustellen. Vielen Dank. So, Kinder, das war gut. Gibt es noch Fragen? Wir sind bei 43 Minuten, ich hätte 45 reden können. Wir haben noch 2 Minuten Zeit für Fragen, ansonsten, ja. Wir hatten mal eine Zeit, wo wir uns mit Banken unterhalten haben. Und ich war Gott sei Dank rechtzeitig genug, 2007.
und habe eine neue Kreditlinie mir geben lassen, was uns dann über 2009 geholfen hat. Dann wurde die Bank sehr unruhig. Seit 2010 brauchen sie nicht mehr. Ja. Können Sie nicht mal daran arbeiten, dass in Amerika der Kaffee besser wird? Um Gottes Willen. Nein, der Kaffee in Amerika ist nicht schlecht. Also ganz kurz, also wir machen, also das, was Sie hier machen, machen wir mit unseren Kunden auch. Wir nennen das Ganze Connecting Markets. Das heißt, wir holen unsere Kunden nach Emmerich alle 2 Jahre ungefähr, um halt ein Netzwerk unserer Kunden aufzubauen. Und wir hatten beim letzten Mal hatten wir den Chef des Kaffeeverbandes, des amerikanischen Spezialitätenkaffeeverbandes bei uns, oder den Geschäftsführer, der also sagte: Kinders, der Kaffee in Deutschland wird jedes Jahr schlechter. Jedes Mal, wenn ich hier hinkomme, ist der Kaffee schlechter. Kommt doch endlich nach Amerika, habt ihr guten Kaffee. So. Es ist alles eine Frage der Ansicht. Ja? Ich werde auch einen Teufel dran tun, darüber nachzudenken, was ist guter und was ist schlechter Kaffee. Es ist sicherlich so, dass Kaffee wird schlechter, je länger auf der Warmhalteplatte steht, und der klassische Kaffee steht in Amerika auf der Warmhalteplatte. Daran muss man arbeiten. Das ist keine Frage. Der Kaffee als solches ist in Amerika gar nicht mehr so schlecht. Aber man muss das Warmhalteplatten-Thema muss man lösen. Und wir sehen halt, ganz faszinierend geht es halt auch in den Spezialitäten-Kaffeeläden, die ja den großen Trend Richtung Espresso hatten, geht es zurzeit in den großen Trend Richtung Filter zurück. Aber dann Filter, Einzelbrühen auf Einzelkassen, auf Einzeltassen oder halt French Press, dieses Ding, wo man halt dann runterdrückt. Also es geht wieder zurück zu einem Filter und Filterart Kaffee. Also, aber das sind halt spannende Themen, aber der Kaffee in Amerika ist nicht schlecht. Er ist nämlich auf perfekten Röstern geröstet. Okay, wunderbar. Damit danke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.